Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick. Hallo zusammen. Und ich bin der Daniel. Und heute wollen wir uns in der Episode rund um der Schatten des Dämonenfürsten mit dem Kampf beschäftigen. Letztes Mal haben wir uns ja damit beschäftigt, wie Proben und Angriffe grundsätzlich funktionieren und was für Attribute und Eigenschaften man so besitzt. Jetzt wollen wir mal das Ganze zum Einsatz bringen und uns anschauen, wie der Kampf funktioniert. Und bevor man natürlich in den Kampf zieht, kann es nützlich sein zu wissen, wann der Kampf für mich vorbei ist. Das heißt also, wie sterbe ich denn und wie erleide ich Schaden? Wie funktioniert das denn hier? Nun, neben dem Schwert kann man natürlich auch auf andere Art und Weise Schaden erleiden, wenn man stürzt und ähnliches. Wollen wir gar nicht so genau drauf eingehen. Aber dadurch sammelt sich sozusagen ein Wert an Schaden, den man erlitten hat. Und der wird mit den Lebenspunkten verglichen. Also man kann natürlich... Das ist ja das übliche Verfahren, die Lebenspunkte für sich im Kopf zu reduzieren. Aber im Prinzip wird neben den Lebenspunkten ein Wert aufgebaut des Schadens, den man hat. Ist ein bisschen wie Wahnsinn. Also, ne, sammelt sich an und irgendwann, wenn es zu viel ist, dann ist es schlecht. Genau, und das Maximum sind die Lebenspunkte. Mehr Schaden kann man rein logisch nicht sammeln. Und da gibt es eigentlich zwei verschiedene Faktoren dann. Wenn man mit einem Schadenshieb oder was auch immer, also wenn man einmal so einen auf die Nase kriegt, dass das mehr oder genauso viel wie die Lebenspunkte sind, dann braucht man gar nicht groß weiter nachdenken. Dann war das so heftig, dann ist man tot. Punkt. 10 Punkte von dem Riesen und der Steinkeule. Keine Ahnung, ob er das machen kann. Müsste ich jetzt in die Werte gucken. Mit Sicherheit. Aber wenn er die auf die Nase kriegst, dann brauchst du gar nicht weiter drüber nachdenken. Wenn allerdings dich die kleinen nervigen Goblins mit ihren Messern pieksen und du immer nur so 1, 2, 3, was auch immer Schadenspunkte bekommst, auch das ist wahrscheinlich viel zu wenig, wie wirklich Goblins, dann sammelt sich sowas ja auf. Das heißt, dieser Wert des Gesamtschadens wird immer höher und irgendwann erreicht er das, was man an Lebenspunkten hat. Sobald das der Fall ist, wird man kampfunfähig. Das gilt sowohl für die Gegner wie auch für Spielercharaktere. Es gibt nur einen entscheidenden Unterschied. Während Gegner oder Wesen, wenn die sozusagen ihre Lebenspunkte als Schaden erreichen, werden sie bewusstlos und sterben eigentlich in der Regel auch kurz danach oder bleiben länger bewusstlos. Das kann der Spielleiter dann so ein bisschen entscheiden, wie das auch in die Szenerie passt. Und bei Spielercharakteren kommt dann aber das Schicksal ins Spiel, damit man noch so ein kleines Spannungselement hat oder natürlich die Freunde womöglich noch mit irgendwelchen Mittelchen helfen können. Ich glaube, das ist das Wichtige, ne? Also man kriegt dann noch eine zweite Chance. Also man ist nicht sofort hin, sondern man ist zunächst einmal ausgeschaltet. Genau, das ist sozusagen der erste Schritt. Und dann würfelt man am Ende jeder Runde einen 6-seitigen Würfel. Eine 1 bedeutet, oh, jetzt geht's bergab. Du liegst nämlich im Sterben. Und bei einer 6 verliert man einen Schaden, also man heilt einen Schaden wieder weg und ist nur noch beeinträchtigt. Das ist ein anderer Zustand. Also man kommt wieder, rappelt sich wieder auf. Und wenn man nach 3 Runden das immer noch nicht, sozusagen, da immer noch keine Entscheidung gefällt hat, dann ist man trotzdem noch wieder im Spiel. Das heißt, nur eine 1 sollte man in dieser Schicksalsphase möglichst nicht würfeln. Denn dann ist man sterbend. Und da würfelt man ebenfalls mit einem 6-seitigen Würfel am Ende jeder Runde. Und da ist ebenfalls die 1 das, was man nicht sehen will, weil dann stirbt der Charakter. Bei einer 6 geht sozusagen wieder zurück, man ist nur ausgeschaltet. Das ist sozusagen dann der Moment, wo man um sein Leben ringt. Und wo die anderen hoffentlich dann noch eingreifen können mit irgendwelchen Tränken oder Magie. Wobei das nicht so reichhaltig vielleicht ist, wie man es sich vorstellt. Es stimmt, ist eine grimme Welt, in der wir uns hier befinden. Das heißt also, der Tod kann schnell kommen und an jeder Ecke auf dich warten. Schaden heilen funktioniert dann entweder über Zaubersprüche oder auch über eine Rast, die man dann einlegt. Da heilt man dann entsprechend seine Heilungsrate, die sich von den Lebenspunkten ableitet. Ja, und sowas wie Wiederauferstehung gibt es zwar auch, aber, und das fand ich ganz interessant,
wenn sowas, also das ist jetzt nicht alltäglich, ne, nicht so, wir machen mal eben. Was ich ganz interessant fand, ist man, dass man, es gibt hier zwar auch sowas wie aus dem Tod zurückkehren und sehr mächtige Zauber, die einem das ermöglichen, aber auch das nicht ohne Nebenwirkungen. Also wenn man aus der Unterwelt zurückkehrt, ist man nicht der gleiche wie vorher. Das heißt, man bekommt Wahnsinn. Und wenn man dann noch ein bisschen Pech hat und dadurch wirklich wahnsinnig werden würde, ist man zwar wieder in der Welt der Lebenden, aber im Koma und eigentlich auch raus aus dem Spiel. Also auch das gibt keine Sicherheiten in dem Zusammenhang. Fand ja. ich ein sehr interessantes, weil das so dieses heldenhafte, ja gut, dann holt der Paladin die eben wieder, ist eben hier nicht ganz so einfach. Aber gut, wir wollten uns mit dem Kampf beschäftigen. Genau, wir wollen hoffen, dass du nicht stirbst. Wir machen nachher noch einen kleinen Beispielkampf, um einmal zu demonstrieren, wie das funktioniert. Aber kommen wir zunächst, bevor der Kampf startet, zu einem Element, das ich beim ersten Mal lesen nicht so recht verstanden habe, was aber wahnsinnig simpel ist eigentlich. Das kann Rückschlüsse auf meine Aufmerksamkeitsfähigkeit schließen, natürlich. Es ist wichtig, glaube ich, die Begriffe auseinanderzuhalten. Exakt. Das war bei uns das Problem. Exakt. Also, das Ganze funktioniert wie folgt. Ein Kampf findet in Runden statt. Das heißt, nach einer Runde kommt die nächste Runde und so weiter. Eine Runde ist aber unterteilt in Züge. Das bedeutet, die Spielercharaktere können einen schnellen Zug machen. Dann sind die Kreaturen dran, die der Spielleiter kontrolliert. Die können ebenfalls einen schnellen Zug machen. Dann kommt ein langsamer Zug für die Spielercharaktere. Und ein langsamer Zug für die Kreaturen, die der Spielleiter kontrolliert. Und dann ist die Runde zu Ende. Dann beginnt die nächste Runde und das Spiel fängt von vorne an. Jetzt kommen wir nochmal ein bisschen detaillierter rein, was das bedeutet, wenn man das tut. Grundsätzlich ist es so, dass die Spielercharaktere immer anfangen. Das ist immer so. Und dann müssen sich die Spielercharaktere aussuchen, ob sie einen schnellen Zug oder einen langsamen Zug machen können. Beide Züge haben unterschiedliche Varianten, was man tun kann. In einem schnellen Zug kann man eine Aktion machen. Das heißt, man kann angreifen, man kann sich bewegen, man kann einen Trank trinken, man kann nachladen und so weiter. Aber nur eines davon. Man kann also nicht laufen und angreifen oder einen Trank trinken und nachladen oder sowas. Das ist den langsamen Zügen vorbehalten. Das heißt, im langsamen Zug kannst du dich bewegen und angreifen. Da kannst du dich bewegen und zaubern. Genau, aber auch da nur Bewegung plus Aktion. Also nicht zwei Aktionen oder sowas. Ich glaube, um das nochmal sozusagen auf den Punkt zu bringen, man muss sich eben am Anfang einer Runde entscheiden, will ich schnell oder will ich langsam handeln? Und dann bin ich in der jeweiligen Phase dieses Kampfes, im jeweiligen Zug, bin ich dann dran und im anderen eben nicht. Genau, und wer die letzte Episode gehört hat, da war es ja so, dass wenn man wahnsinnig wurde, man einige Nachteile in Kauf nehmen muss. Und da war es dann so, dass man dann tatsächlich gar nicht mehr schnell handeln konnte. Da fällt diese Option dann weg. Und was ganz clever ist daran, ist die Taktik, die man dann hat. Also man kann, da die Spielercharaktere ja eben tatsächlich immer anfangen, kann man dann eben sehr gut planen innerhalb der Gruppe, ne, wie stellen wir uns auf, wie funktioniert jetzt unsere Angriffsrunde. Das macht den Kampf dann eigentlich ganz spannend und interessant und er geht auch relativ zügig vonstatten. Was für Aktionen kann ich denn in so einem Kampf machen, abgesehen von Angriffen mit Nahkampfwaffen oder Fernkampfwaffen oder auch einen Zauberspruch sprechen? Was gibt's denn sonst noch für Sachen, die ich tun kann? Ich weiß nicht, ob du den Gegenstand nutzen hattest. Du könntest dich aber auch verstecken und versuchen, dadurch so ein bisschen eben auch andere Vorteile daraus zu ziehen. Du kannst auch jemandem helfen. Das heißt, jemand ist ein paar Meter von dir entfernt und du kannst ihm quasi per Intelligenzprobe einen Tipp geben, wie er seinen Gegner besser umgehen kann. Also es gibt eine ganze Menge Aktionen, die man da nutzen kann, auch abseits des Standardangriffs. Ich denke, die alle vorzustellen ist ein bisschen müßig. Das genau. heißt also, man kann sich ungefähr vorstellen, wie so Kampfaktionen sein könnten. Kern ist natürlich, man möchte seinen Gegner ausschalten. Das heißt also, man greift an. Das ist das Wichtigste, würde ich sagen. Wenn ich mit einer Nahkampfwaffe angreife, dann wähle ich zunächst ein Ziel, was irgendwie in meiner Nahkampfreichweite ist. Das heißt also relativ dicht dran. Es sei denn, ich habe vielleicht irgendwie eine Waffe, die als Wurfwaffe einzusetzen ist, wie ein Speer oder sowas. Dann führe ich den Angriff durch. Das heißt, ich würfel mit dem W20, addiere den Modifikator, entweder für Stärke, wenn es eine Waffe ist, die mit Stärke funktioniert, das sind die meisten Nahkampfwaffen, oder mit Finesse, wenn ich eine Waffe habe, die
Leichtes, wie zum Beispiel ein Dolch oder ein Degen oder ein Rapier oder sowas. Genau, die hat dann die Eigenschaft, Finesse, und du kannst mit Gewandtheit die Probe machen. Genau. Übrigens genauso, wenn du mit einer Fernkampfwaffe das auch dann Gewandtheit. Funktioniert analog, nur eben bei einer Fernkampfwaffe muss natürlich nicht, weil da muss natürlich nicht in der Nahkampfreichweite sein. Genau. Im Gegenteil, da sollte es ein bisschen weiter wegstehen. Wäre hilfreich. Ist ja nützlich, ja. So, dann würfelst du natürlich den W20, addierst es entsprechend zusammen und machst einen erfolgreichen Angriff, wenn der Wurf dann Verteidigung des Gegners überwindet. Dann hat man den Angriff geschafft. Und dann fügt man Schaden zu in Höhe des Waffenschadens. Also da alles mit W6ern gemacht wird, hat man die Würfel immer griffbereit sozusagen und dann geht das auch recht schnell vonstatten. Wenn man einen Angriff ausführt, kann man dann noch ein paar Optionen haben. Also sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf. Das heißt also, ich kann als Nahkämpfer kann ich zum Beispiel eine ausfallende Attacke machen. Das heißt, ich kann meine Nahkampfreichweite um 1 Meter verlängern. Allerdings muss ich dann den Angriff mit einem Nachteilswürfel ausführen. Oder ich mache eine defensive Attacke, das heißt, ich ziehe mich eher zurück, blocke ein bisschen mehr die Angriffe, führe den Angriff, den ich dann mache, mit einem Nachteilswürfel aus. Und der nächste Gegner, der mich dann angreift, muss dann den Angriff ebenfalls mit einem Nachteilswürfel ausführen, weil ich eben geblockt bin. Solche Sachen gibt's auch für die Fernkämpfer. Das heißt, als Fernkämpfer kann ich zum Beispiel einen weiten Schuss abfeuern. Da kann ich ein Ziel angreifen, das sich außerhalb der Reichweite meiner Waffe befindet. Und dann muss ich den Angriff ebenfalls mit einem Nachteilswürfel durchführen. Wie gesagt, es gibt dann 3, 4 Variationen, mit denen ich meine Angriffe noch versehen kann und dann noch versuchen kann, irgendwie anderweitig Schaden zu machen oder anderweitige Kampfoptionen zu nutzen. Genau, es gibt auch noch Regeln für Kampf mit 2 Waffen oder wenn man irgendwie Gegenstände benutzen will und ähnliches. Aber ich glaube, das führt jetzt auch so ein bisschen weit, wenn wir da jeden einzelnen Sonderfall sozusagen herausgreifen. Wobei die allerdings, und das muss man sagen, relativ simpel gehalten werden. Also nicht irgendwie mit, ich muss eher auswendig lernen, sondern es läuft in der Regel viel einfach über die Nachteils- und Vorteilswürfel. Also das muss man vielleicht einfach mal auch erwähnen. Ja, gleiches gilt für Deckung. Das heißt also, wenn ich mit einem Bogen angegriffen werde, ich besitze aber Deckung, das heißt irgendwie mein halber Körper ist irgendwie gedeckt von einer Mauer oder sowas, dann gibt das einen Nachteilswürfel. Wenn ich eine vollständige Deckung habe, dann bin ich eben gar nicht zu sehen und so weiter. Dasselbe geht auch für Tarnung. Das heißt also, wenn ich irgendwie durch Dunkelheit getarnt bin oder im Schatten versteckt bin, dann besitze ich Tarnung und kann dann nicht so leicht angegriffen werden. Es gibt dann noch allgemeine Sachen, die man machen kann, wenn man Angriffe gegen ein Attribut macht. Das heißt also nicht gegen die Verteidigung würfelt, sondern zum Beispiel gegen die Stärke eines Gegners. Ich fand das nochmal einen interessanten Aspekt, weil das so Dinge betrifft, die man im Kampf immer wieder hat, die hier auch einfach als Angriff gewertet werden. Also jemanden festhalten, jemanden schubsen oder ähnliches oder auch einfach jemanden im Kampf abzulenken. Ich hatte gerade über die Hilfe gesprochen, die man als Aktion nutzen kann, um jemand anderen zu helfen. Du kannst natürlich auch versuchen, den Gegner mit irgendwas Klugem abzulenken. Und auch das ist dann quasi einfach ein Angriff, den man im Kampf macht, nur nicht eben mit dem Schwert, sondern mit der Zunge sozusagen. Und da gibt es auch noch ein paar nette Geschichten. Ja, so nennt man sehr das. Gut, genau. Und dann funktioniert es so, dass der Gegner dann einfach 2 Nachteilswürfel bekommt bei seinem nächsten Angriff. Wenn das klappt, dafür greift man dann eben gegen die Intelligenz des Gegners an, in dem Fall. Das ist ein Beleidigungsduell dann, mehr oder weniger. Genau. Wobei, das gibt's natürlich auch. Es gibt also, ne, man kann auch soziale Aktionen mithilfe von Kämpfen machen. Das funktioniert ebenfalls. Okay, jetzt haben wir die Theorie des Kampfes ein bisschen gelernt. Wollen das Ganze jetzt mal in die Praxis umsetzen und ein kleines Spielbeispiel geben. Oho, ich bin gespannt. Im Laufe unseres Podcasts hat Patrick schon die ein oder andere Schlacht geschlagen. Und auch dieses Mal befinden wir uns in einer hoffnungslosen Situation. Oho. Patrick, wie heißt dein Charakter? Und was kann er? Ja, ich nehme jetzt meinen einfachen Charakter hier aus unserer Online-Runde. Janko, ein Magier sozusagen, wobei ich leider heute nicht mehr zaubern kann. Das müssen wir ja irgendwann anders machen. Das ist dann beim nächsten Mal der Fall, genau. Das heißt, ich kann nur meinen Knüppel gerade zum Einsatz bringen. Dann wollen wir mal schauen, wie der Kampf so stattfindet. Unsere Situation ist wie folgt. Janko befindet sich auf einer kleinen Lichtung in einem Wald, wo er vor einem alten Monolithen gekniet hat, um dort einige Schriftzeichen zu entziffern. Da kommt ihm schreiend ein Goblin entgegengerannt, der um Hilfe bittet. Ein widerliches Katzenmonster verfolgt mich. Ihr müsst mir helfen, guter Herr. Bitte, bitte, kniet er vor dir nieder und hebt bettelnd seine Hände. Mhm.
Ich erinnere mich in einem früheren Leben offensichtlich mal eine Katze vor einem Goblin gerettet zu haben. Aber trotzdem, ich meine, so ein Goblin, dafür wirst du mir später zu Diensten sein. Ich muss ja so ein bisschen meine dunkle... Ja, Herr, bitte, wenn die Welt nur von diesem abscheulichen Geschöpf befreien könnte. Gut, ich meine, die verfolgt ihn ja offensichtlich. Das heißt, ich würde mich so ein bisschen schützen zwischen ihm und dem Wald, wo auch immer dieses Katzenwesen dann herkommen wird, aufstellen mit meinem Knüppel in der Hand. Ja. Da schält sich aus dem Schatten des Waldes eine grauenvolle Kreatur. Auf zwei Beinen läuft sie, hoch wie ein ausgewachsener Mann. Interessante Katze. Mit einem Katzengesicht und drei weiteren Katzengesichtern auf der Brust. Ein schwarzes Horn ist am Kopf der Katze zu erkennen. Feuerspeiend kommt sie näher und trägt einen alten, zerlumpten Mantel. Ja, ich frage mich immer mit, wieso mich jetzt gerade so ein riesen Viech angreifen muss, aber... Bin ganz froh, dass das hier eine Testrunde ist. Okay. Es kommt zu einem Kampf. Wir beginnen mit der Initiative. Das heißt also, die erste Frage, möchtest du eine schnelle Runde oder eine langsame Runde machen, Patrick? Ich würde eine schnelle Runde machen und mich vorbereiten als Aktion. Sehr gut. Was bedeutet das? Also, ich bereite mich darauf vor, eine Aktion durchzuführen, wenn irgendwas eintritt, was ich definiere. Und das wäre eben in dem Fall, dass dieses Wesen auf mich zukommt. Das heißt, in meine Nahkampfreichweite kommt. Wenn es das passiert, greife ich es an und dann habe ich dafür einen Vorteilswürfel zur Verfügung. Das heißt, ich stelle mich hin und erwarte die Ankunft dieses Wesens und hoffe, dass es nicht irgendwie Fernkampf benutzt oder ähnliches. Dann hätte ich ein Problem. Jetzt ist die Katze an der Reihe. Und die Katze leckt sich die Lippen, alle vier Lippen, die sie hat, denn sie hat ja vier Köpfe auf ihrem Leib, nutzt ebenfalls einen schnellen Zug und mit einem riesigen Satz springt sie direkt vor dich und will den Goblin haben. Aber damit hat sie nicht mit deiner Geschwindigkeit gerechnet. Okay, das heißt, sie macht nur einen schnellen Zug. Ja. Also bewegt sich nur in dem Fall. Aber gut, ich habe mich vorbereitet auf diesen Moment und kann sie angreifen, habe einen Vorteilswürfel. Leider bin ich nicht der Stärkste, also habe ich da keinen Bonus. Das heißt, ich würfel einfach mit einem 20-seitigen Würfel und einem 6-seitigen als Bonus. Und habe, oh je, eine 17 normal gewürfelt und 2 mit dem Bonus, das heißt eine 19 erreicht. Exzellent, ein guter Treffer. Und damit kann ich Schaden machen, das sind ein W6 und das sind 6 Punkte. 6 Punkte Schaden. Die Kreatur besitzt eine Verteidigung von 16 übrigens und Lebenspunkte 10. Das heißt, sie hat nun 6 Punkte Schaden. Damit ist diese Runde zu Ende, weil beide gehandelt haben. Der Goblin ist so verängstigt und eingeschüchtert, dass er gar nichts tut. Die nächste Runde beginnt. Und damit beginnt Patrick wieder die Situation. Einen schnellen oder einen langsamen Zug? Das Wesen sieht ja schon etwas größer aus als ich, wenn ich es so mir vorstelle, oder? Also schon so ein bisschen, ich bin ja eher normal, eher so ein Magier-Typ. Ja, es ist menschengroß. Die schrecklichen Köpfe mit den Augen, die hin und her kullern, sind natürlich grauenerregend und der alte, zerlumpte Mantel tut sein Übriges. Der Körper ist sehr schmächtig, natürlich. Ist immerhin noch eine Katze. Oder war es zumindest mal irgendwann mal. Ja. Aber ja, es ist kein erfreulich anzuschauendes Geschöpf, in der Tat. Gut, ich würde jetzt, glaube ich, diese Runde nochmal benutzen, um erstmal den Gegner noch ein bisschen einzuschätzen und vielleicht mit einer defensiven Attacke zu agieren. Mhm. Das heißt, ich muss einen Nachteilswürfel in Kauf nehmen, aber am nächsten der Gegner Mal komme entsprechend ich dann. Auch. Genau. Ja, jetzt habe ich eine 17 und wieder eine 2. Ich muss meine Würfel mal prüfen. Habe damit nur 15 Punkte. Damit hättest du die Katze nicht getroffen. Ja, so, okay. Da die Katze jetzt direkt dran ist, nutzt sie ebenfalls einen schnellen Zug und greift nun Patrick an. Die Katze hat ihre Klauen als Waffe, bekommt plus 5 auf den Angriffswurf und hat einen Vorteilswürfel noch dazu. Das bedeutet aber, da sie ja gerade durch Patricks defensive Kampfweise ein wenig gehindert wird, fällt dieser Vorteilswürfel weg. Vorteilswürfel und Nachteilswürfel negieren sich. Das heißt, einfach nur ein W20-Wurf plus 5 bleibt übrig. Und die Katze würfelt. Das ist eine 6 insgesamt. Das ist sehr, sehr schlecht. Das ist zum Glück sehr schlecht. Es gibt in der Grundfassung bedingt Regeln für kritische Treffer, Patzer aber nicht. Gerade bei Zaubern ist der kritische, also 20 und mehr getroffen, ist dann ein besonderer Effekt.
Okay, Katze hat nicht getroffen, alles gut. Runde zu Ende, nächste Runde beginnt. Schnell oder langsam? Jetzt muss ich überlegen, die ist natürlich mit 16 eigentlich für mich fast zu stark. Möchtest du etwa fliehen vor der Katze? Oder willst du den Goblin vielleicht eintauschen? Ach, nein, den Goblin. Okay. Ich habe gerade überlegt, aber das klappt alles nicht. Die Chancen werden ja nur noch schlechter. Ich hätte natürlich jetzt irgendwie überlegt, wie kann ich mir einen Vorteilswürfel verschaffen? Und das wäre wahrscheinlich, wenn ich diese Katze zu Boden bringen würde. Ja. Aber ich versuche trotzdem mal, mein Knüppel sozusagen zwischen, um ein bisschen Action hier reinzubringen, sozusagen zwischen mit beiden Händen festzuhalten und sie dann vielleicht mit einem Schlag vor die Knie sozusagen zum Fall zu bringen. Das heißt, ich benutze jetzt einen Angriff gegen das Attribut, nämlich mit meinem, ich mache einen Stärkeangriff gegen die Gewandtheit des Ziels. Mhm. Sehr gut. Du musst eine 13 schaffen. Sie hat Gewandtheit 13. Ja, das ist besser als es zu Ich habe eine 19 gewürfelt. Ausgezeichnet. Bist du sicher, dass du da richtig würfelst? Es sind keine Kameras an. Ja, es ist leider so. Das ist ich glaube, das ist ein alter, sehr alter Würfel. Der ist nur auch nur einfarbig. Keine Ahnung. Aber das Ziel ist nicht größer als ich, ne? Nein. Es ist auch nicht kleiner. Bei einem Erfolg geht das Ziel zu Boden. Das heißt, es liegt jetzt quasi, die Katze liegt jetzt vor mir auf dem Boden. Okay, jetzt ist die Katze an der Reihe und sie liegt am Boden. Was bedeutet es denn, wenn die Katze am Boden liegt? Ja, das ist dann der Zustand liegend. Das wird dann über so einen Zustand geklärt. Man kann sich logischerweise irgendwie nur kriechend fortbewegen oder eben die Bewegung nutzen, um wieder aufzustehen. Und ansonsten kriegt man auf alle Stärke- und Gewandtheitsproben einen Nachteilswürfel. Und wenn man sie eben angreift, kriegt man einen Vorteilswürfel. Okay, die Katze liegt am Boden, krümmt sich natürlich vor Wut und Hass. Und da du deine Aktion beendet hast, in einem schnellen Zug, macht sie einen langsamen Zug, springt mit ihren katzenhaften Reflexen wieder auf die Beine und schlägt dir ihre Pranken ins Gesicht. Ja, es war fast absehbar. Ich glaube, das Problem ist, dass es nur ein Kampf Mann gegen Mann ist. Ja, oder vielleicht Mann gegen Katze. Ich hätte sinnvollerweise vielleicht auch einen langsamen Zug machen sollen und mich einfach ein paar Meter entfernen müssen, damit sie auframpelt und sozusagen die Aktion für Angriff nicht benutzen kann. Aber gut. Jetzt ist es zu spät. Jetzt wirst du die volle Wucht erleben. Das sind 21 plus 4 sind 25. Habe ich das gerade so geschafft. Hätte die Katze jetzt noch irgendwas Besonderes, also zum Beispiel irgendwie einen besonderen Angriff oder so, das steht dann in den Monsterwerten drin, dann würde es noch extra Schaden geben oder irgendwie was Besonderes. Hat sie aber nicht. 6 Schadenspunkte. Okay. Damit ist die Runde vorbei. Die nächste Runde beginnt. Was tust du? Ich habe nur 12 Lebenspunkte. Das heißt, nochmal so ein Dings wird mich zumindest an die Nähe des Todes bringen und sorry, aber das für so einen Goblin. ich glaube, ich mache eine großen. Ich mache eine langsame Aktion. Der Goblin an. Okay, du machst eine langsame Aktion. Das heißt also schnell geht vorbei. Schnell für mich. Das heißt, die Katze greift an. Wieder gehen die Pranken auf dich nieder. Das ist eine 12, 14. Ja, reicht auch. Okay, dann 5 Punkte Schaden. Okay, damit habe ich noch einen. Und dann bin ich ja dran, ist jetzt der langsame Zug. Ja. Und ich benutze die Aktion Rückzug. Damit kann ich mich nur meine halbe Bewegungsreichweite bewegen, aber ich löse keinen Gelegenheitsangriff aus. Wenn ich mich einfach umgedreht hätte und wegzulaufen, hätte die mich ja angreifen können. Wobei, egal, so kann ich zumindest die Hälfte Bewegungsreichweite schon mal hinter mich bringen und benutze dann natürlich die übrige Runde, um mich mit einem Schulterzucken den Goblin anblickend aus dem Staub zu machen. Vielleicht kriege ich einen Verderbnispunkt, ich weiß es nicht. Aber nein, ich finde, wenn man nur noch einen Lebenspunkt hat, ist manchmal Rückzug auch eine Idee. Und der hätte ja auch schon weglaufen können. Ich habe sie ja aufgehalten. Der Goblin ist natürlich völlig katatonisch und verängstigt. Und bevor die Runde endet und du dich bereits wegbewegt hast, ohne einen Gelegenheitsangriff zu provozieren, bemerkst du etwas Grauenhaftes. Denn die Katze macht einen Schritt durch die Leere. Also die Leere, der Ort, wo die Dämonen hausen, die Finsternis jenseits der Realität. Und mit einem Schrecken siehst du, dass die Katze direkt vor dir aufragt. Und hiermit verlassen wir diese kleine Kampfsituation. Und die nächste Runde wird dann zeigen, ob du dich
entfernen kannst oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ich bin auch kein Nahkämpfer. Muss man, sorry, aber das ist... Du bist Zauberer. Ich bin, ja, da kann man nichts machen, wenn da so eine Katze auftaucht. Ja, zumal es eben eine dämonische Katze war. Das ist das Gefährliche hier. Okay, ja, so funktioniert der Kampf. Das war natürlich jetzt etwas einfach, weil es eben nur zwei Figuren waren, die sich am Kampf beteiligt haben. Ja, und vor allen Dingen sind dadurch so manche taktische Geschichten. Ne? Also dieses zu Boden werfen hat natürlich keinen Sinn gemacht, dadurch, dass die Katze dann ihre Aktion nutzen konnte, um wieder aufzustehen. Aber ein Kumpane von mir hätte das natürlich in dem Moment perfekt ausnutzen können, um dann richtig drauf zu schmettern. Ja, mit einer 16 ist ja auch nicht ganz so einfach, wenn du nicht was hast. Und da ist so ein Vorteilswürfel dann richtig viel wert. Genauso hätte jemand versuchen können, die Katze irgendwie abzulenken oder so, ne, mit einem roten Wollknäuel oder so. Dann wäre auch möglich gewesen, hätte sie machen können, das geht. Aber ja, natürlich, wenn mehrere Leute an dem Kampf beteiligt sind, dann ist das dann schon unterhaltsamer. Und dann sind die Optionen natürlich auch ein bisschen reichhaltiger. Aber wir wollten ja nur mal kurz demonstrieren, wie diese Rundenabfolge funktioniert. Das ist ja eigentlich der Kern, dass man irgendwie Angriffe würfelt und dass sie den Verteidigungswert irgendwie übertreffen müssen oder zumindest gleich sein müssen. Das ist ja bekannt aus vielen anderen Rollenspielen. Aber diese Runden-Initiative-Mechanik ist irgendwie ganz spannend. Genau. Und was man vielleicht noch, das haben wir jetzt ja kaum, es läuft so indirekt mit, es gibt ja auch noch diese Phase oder diesen Abschnitt des Zuges, nämlich Ende der Runde. Ich finde den darum ganz wichtig, weil hier alles eben bis zum Ende der Runde wirkt oder bis zum Ende der nächsten Runde. Und dann nicht irgendwie bis zur, das ist jetzt in der schnellen Runde gewirkt worden, ist das dann auch nur bis zur schnellen Runde da und da? Nee, es ist immer bis zum Ende der Runde. Da gibt's keinen Unterschied zwischen. Das macht so manchmal manche Dinge dann vielleicht auch noch mal ein bisschen übersichtlicher. Ja. Es ist auch so, dass gewisse Kreaturen, beispielsweise die Furie, auch Effekte hat am Ende der Runde. Die Furie, das ist zum Beispiel so, also das ist ein Wesen der Rache, ne, eine Frau in einem blutigen Kleid mit einem mächtigen Schwert und einen Schwur der Vernichtung ausstoßen kann. Die ist so furchterregend, dass am Ende der Runde jedes Wesen, das kein Feenwesen ist, im Umkreis von einem Meter um die Furie eine Willenskraftprobe machen muss. Und bei einem Fehlschlag ist die Kreatur für eine Runde verängstigt. Es gibt auch Kreaturen, die können in mehr als einem Zug handeln. Das heißt, sie können sowohl schnell als auch langsam handeln, was sie dann natürlich ganz besonders gefährlich macht. Ja, und es gibt ja auch Fähigkeiten, die einem Spieler dann auch ermöglichen, Handlungen ohne Nachteilswürfel oder so auszuführen. Also Sturmangriff hatten wir jetzt ja zum Beispiel gar nicht, aber der wird normalerweise, ist eben Bewegung plus Angriff, aber eben mit einem Nachteilswürfel als Aktion. Und ich glaube, der Krieger kann das irgendwann wählen, dass er das ohne Nachteilswürfel macht. Dann haben wir uns mit dem Kampf beschäftigt und schauen uns dann beim nächsten Mal an, wie sich so ein Charakter sofort entwickelt. Also was für verschiedene Pfade er einschlagen kann, was für Karrieren er dann hat. Da können wir dann einmal eine Gesamtgenese uns anschauen. Also von einem frisch erschaffenen Charakter bis hin zum Ende. Bevor du aufhörst, sollten wir vielleicht noch einmal kurz den Werbeblock reinschmeißen. Ach, der Werbeblock. Sehr gut. Ja, also das Crowdfunding für das Spiel läuft noch. Und ich weiß noch nicht, ob das alle schon mitbekommen haben, je nachdem, wann wir diese Folge sozusagen online stellen. Es gibt bereits das PDF als Preview-Fassung zum Download. Das heißt, alle, die das als PDF entweder schon gekauft haben oder noch kaufen, können sich das Regelwerk auch schon in einer Fassung runterladen, die noch Fehler enthält, wo wir uns auch